So, guten Morgen, liebe Zuschauer von Baltic Fishing. Heute hier am, was haben wir denn heute? Den 24., nee, gar nicht, war den 25. Januar 2015. Kochi und ich in der Eckernförder Bucht. Heute geht's mal wieder schleppen. Wie ihr seht im Hintergrund, wir haben fantastisches Wetter. Die See ist komplett glatt. Heute sind wir mit Kochis Schlauchboot unterwegs, mit Bügel. Wir werden 6 Routen am Sideplaner und eine Route an diesem Downrigger hier fischen. Wir sind sehr gespannt. Zwischendurch werde ich noch mal anschalten und euch noch mal auf dem Laufenden halten. Geht aber fix los mit den 6 PS, ne? Ja, damit Kurzschlaf wäre noch besser. Bleibt jetzt auch noch nicht. So, der erste Fisch des Tages. Doppeldrill hier gerade. So, bei mir ist eine kleine Forelle. Der Rainbow Trout Killer. Der hat's gebracht. Oh, schöner Fisch, schöner Fisch. Wie schön dickes Treffen für die Größe. Maßig? Ja, da liegt das rote Brett vorne. Maßig, sehr schön, die darf bleiben. Nein, lieber Grüße! Nein. Oh, Scheiße! Fucking! So, der erste Downrigger-Dorsch des Tages. Oh, das ist eine Forelle. Meinst du, ist ein Forelle? Ja. Oh ja, das ist eine Forelle. Hab ich doch. Ist ja Wahnsinn, am Downrigger. Oh, die ist schön. Ja, hier, ist auch so eine wie meine. Wahrscheinlich war da ein Schwamm. Wir müssen nochmal zurückfahren dann. So, jetzt habe ich die Kiste hier. Ich dachte doch, da muss was sein. Sonst wäre ich dir Quiz gewesen, hätte ich die Kiste zuerst gelassen. Kochi und ich, haben jetzt minutenlang diskutiert, ob da jetzt was am Downrigger dran ist oder nicht. Und ich habe immer gesagt, nein. Und zum Schluss hat er jetzt gesagt, ich hole das jetzt einfach hoch und siehe da, Forelle am Start. So kann es auch gehen. Muss er sein. So, zweiter Biss am Downrigger, das sieht nach einem Seelachs aus hier. Forelle. Oh, eine schöne Forelle. Yeah! Oh, und was für ein dicker Brocken. Yeah! Hammermäßig! Oh, guck mal, was die noch im Maul hat hier. Das ist ein Heringsfresser. Alter Schwede! Was? Oh. Ich muss erstmal hier einen Schlag auf den Kopf geben. Thank you.
was hier rauskommt. Ist das ein Sandaal oder ein Hering? Das ist ein Sandaal, so wie es aussieht. Ja, ja. Die hat noch einen Sandaal im Maul gehabt. Wow, Wahnsinn! Und der nächste Biss am Downrigger. Dem Gefühl nach zu urteilen, ist er schon wieder eine Forelle. Nicht Kescher. Aber auch ein schöner. Moin! Der darf noch bleiben. Ein schön dunkler Krautdorsch. Wie weit lässt du jetzt immer raus? 30, also so 15 Meter. So weit? Scherbrettchen, äußere Scherbrettchen auf Kochis Seite. Innere. Das Innere? Ja. Okay, von Reno 78 mm Troutkiller. Kleine, ganz kleine. So, die kannst du direkt abhaken, oder? Später gab es schon wieder den nächsten Biss auf dem Downrigger. Das ist ein Dorsch. Keinerlei Gegenwehr. Das ist ja eine Bissfrequenz hier heute, mein lieber Mann. Das macht wirklich Spaß heute hier und ist ein echt kurzweiliger Tag bei fantastischem Wetter. Hier mitten im Januar, es liegt Schnee, es ist echt arschkalt draußen, aber wir haben hier wirklich einen tollen Tag auf dem Wasser. So muss das sein.
Kochi hat heute den magischen Blinker am Downrigger. Das geht hier im Minutenrhythmus. Wirklich beeindruckend heute. Endlich an die Fischgründung reingekommen. Stand heute hier bei der. So, ein Kescher. Oh, schön dickes Ding, alter Schwede! Boah! So, gib mal die Hufe her. Der hängt, jawohl. Ich sag doch, der Kurvendorsch. Der Kurvendorsch ist gern genommen. Guck mal hier, ich sag mal, ey, was geht denn da ab? Das ist aber ein heftiger Grunddruck hier, du. Das ist ein schöner Dorsch eigentlich. Ja, wenn die Brettchen runterziehen, dann ist so 60 plus. Erfahrungsgemäß. Halleluja! 65 plus da, was ich gesagt habe. Das geht mir gleich oben. Woo! Yeah! Wow! Na, das ist doch mal ein Fisch. Alter Schwede! Das gibt ein Filet. Gerichtet hat es wieder der Lieblingsdorsch Apex. Dorsch oder was? Der hier, ne? Der kleine Dorsch da. Ja. Thank you.
Schönes Ding, nicht riesengroß, aber richtig fett gefressen für ihre Größe. Sehr schöner Fisch, sehr schön. Mal gucken, war es nicht? Jo. Mein Fisch. Vergangene Trolling-Saison forellenmäßig ja bei mir überhaupt nicht gut gelaufen ist, war das doch heute ein sehr versöhnlicher Tag. Das war doch sehr schön. Ja,
liebe Baltic Fishing Zuschauer. Das war heute ein wirklich fantastischer Tag. Wir hatten super Wetter, wie ihr seht. Strahlender Sonnenschein, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen bewölkt. Aber wir haben heute den Fischeimer richtig schön voll bekommen. Habt ihr gerade im Video gesehen. Tolle Dorsche, mehrere super Forellen. Ja, daran seht ihr, man kann auch mit ganz wenig Mitteln und ein bisschen Erfindungsgeist kann man ganz tolle Fische fangen, super schöne Tage auf dem Wasser verbringen, ganz erfolgreich sein. Muss nicht immer das 6 Meter plus Boot sein mit riesigen Motoren hinten dran. Ihr seht hier einen kleinen 8 PS Yamaha Außenborder, relativ alter Zweitakter. Vielleicht nicht unbedingt super umweltfreundlich, aber sparsam, zuverlässig, günstig im Unterhalt, in der Anschaffung. Das Boot ist auch schon relativ alt, aber hat uns ganz sicher und stabil übers Wasser gebracht. Andy hat sich hier von einem Freund einen tollen Schleppbügel bauen lassen. Sehr erfolgreich. Ne? Ja. Ist auch schon tolle Fische mitgefangen. Der leistet einen guten Dienst, ja. Ja. Seit kurzem gibt es jetzt hier auch einen Downrigger an Bord. Gebrauchter Canon hier im Hintergrund zu sehen. Über eBay relativ günstig geschossen. Tut seinen Dienst und hat heute den Großteil der Fische gebracht. Das ist ganz erstaunlich gelaufen. Der absolute Tagesköder war heute von Reno, der Mac in 115 mm und Rügen Special Edition. Ganz toller Köder. Den kannte ich noch nicht, Andy. Ich weiß, wo ich nächste Woche mal 6 Euro ausgeben muss. Ansonsten war heute der zweite Köder des Tages, dieser Apex in Größe 4,5. Auch bei mir an Bord immer wieder einer der Top-Fischbringer, wenn es heißt, Dorsche und, oder generell Fische stehen tief, dann ist das immer die erste Wahl. Ja, und um das Ganze dann abzuschließen, hatten wir dann noch von Reno den Trout Killer an Bord. Der hat heute auch mehrere Forellen gebracht. 2 Stück haben wir wieder reingeworfen. Oder nein, Entschuldigung, 2 Stück haben wir nicht entnommen. Eine zu klein, die andere haben wir verloren. Alles andere war schöne, maßige Fische, dick gefressen. Also alles in allem ein fantastischer Tag. Schon lange nicht mehr so erlebt. Heute ist der 25. Januar. Ja. Super. Häufig ist zu dieser Jahreszeit relativ zähes Fischen. Hatte ich eigentlich für heute auch so erwartet. Kam aber ganz anders. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, Andy, dass ich mitfahren durfte. War schön hier an Bord. Auch wenn ich selber was Größeres gewohnt bin. Aber Back to the Roots hat noch niemanden geschadet. Und der Fischeimer und die Arbeit, die dann heute Abend noch ansteht, entschädigt für so manches. Ja. Euch viel Spaß noch bei euren Schlepptouren und ihr seht, man kann mit wenig auch einiges beschicken und tolle Tage erleben. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, gerne in die Kommentare unter diesem Video posten oder eine E-Mail an info@baltic-fishing.net. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja mal auf Facebook besuchen. Auch dort gibt es eine Baltic Fishing Fanpage. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns dort auch Videos an die Timeline posten. Freuen wir uns sehr drüber, gucken wir uns an. Wird auch sicherlich gerne kommentiert von uns. Petri heil und alles Gute für euch. Macht's gut. Ciao.